Entzündungswelle zu nehmen. Bilder von Feuer und Rauch. Manchmal glaubst du, du träumst, denn es ist ein Albtraum. Ein Erdbeben, ein Super-GAU und noch ein abgeholzter Baum. Und überall sehe ich nur Schwäche, ist mit Ruß und mit Asche bedeckt. Ich kann nur Hilfe rufen. Wo habt ihr das Glück versteckt? Lasst mich einfach nicht ruhen. Macht doch die Augen auf und ihr hört mir jetzt zu. Diese Welt ist nicht schlecht, sie wird nur schlecht gemacht. Denn wir haben auch so viele gute Dinge vollbracht und manchmal muss man auch über schöne Dinge weinen. Siehst du im Schatten? Muss auch irgendwo die Sonne scheinen. Wenn du vor allen schwarzen Löchern die Augen verschließt. Ist es nur logisch, dass du auch die Sterne nicht siehst? Mach jetzt die Augen auf und tritt mit mir vom Schatten ins Licht. Deine Freundinnen, lache, tanze, fürchte dich nicht. Leben ist schön und schrecklich, ein Fort. Gehört. Aber erst jetzt kann ich den Text richtig verstehen. Jede einzelne Zeile passt zu dir, wie die Faust aufs Auge, die wir gemeinsam erlebt haben. Da ist dieser eine Tag, an den ich mich erinnere, wie an keinen anderen. Du und ich und meine kleine Schwester, wir waren im Garten und du hast uns erzählt von früher und du hast gesagt, du hättest schneller laufen können als alle anderen, die du kanntest. Wir haben dir nicht geglaubt und dich herausgefordert. Also bist du aufgestanden, du bist zur Einfahrt gegangen und du bist gerannt. Du warst 88 Jahre alt, aber du bist gerannt wie ein junger Mann. Wahrscheinlich bist du gar nicht so schnell gerannt, wie ich es mir in meiner Erinnerung ausmale. Aber ich will sie nicht missen und ich will sie auch nicht verändern, weil sie für mich deutlich macht, wie sehr ich zu dir aufgeblickt habe und wie besonders du für mich warst. Soll ich das lernen, wenn ich es später sowieso nicht mehr brauche? Ein oft gehörter Satz bei Kindern und Jugendlichen während ihrer schulischen Ausbildung. Bestimmt hat der eine oder andere von euch schon einmal diese allbekannte Aussage geäußert. Heutzutage hat Bildung in unserer Gesellschaft einen hohen Stellenwert erreicht, was sich positiv auf die Arbeitslosenquote mit diesen rhetorischen Fähigkeiten von sich aus überzeugend sein können. Denn wie wir alle wissen, the first impression is the best. Nutzen wir deshalb die uns ermöglichte Chance auf Bildung, auch wenn Leistungsdruck, Schulstress und so manch schlechte Noten uns zum Gegenteil verleiten wollen, müssen wir stets unser Ziel vor Augen bewahren, Zähne zusammenbeißen und durchhalten. Nur so können wir an unser Ziel gelangen und sind keinen finanziellen Schwierigkeiten ausgesetzt, was wiederum Teil des Wohlstands ist. Später werden wir alle einmal an diese Zeit zurückdenken und ich bin überzeugt, dass keiner es bereuen wird, sich gebildet zu haben. Thank you.
aufgeben können, aber dann auch wieder nicht, denn ich bin all diesen Weg für etwas gereist. Was mag die Zukunft für mich bereithalten? Was will mir das Leben bieten? Werden meine Entscheidungen die richtigen sein? Allesamt Fragen, auf die weder ich und schon gar nicht jemand anders die Antwort kennt. Und ich weiß, es ist hart, wenn man von oben hinunterfällt. Und es ist ein weiter Weg zurück, wenn man auf der Erde aufschlägt. Doch die Anstrengung wird vom Leben belohnt. Aber ich werde nicht aufgeben. Auch wenn meine Angst, falsche Entscheidungen zu treffen und mich in etwas zu verrennen, manchmal droht, die Überhand zu gewinnen. Denn ich werde lernen müssen, in mich zu vertrauen und mich alleine durchzuschlagen. Ich werde mich daran gewöhnen müssen, alte Bekannte auf meinem Weg nach vorn zurücklassen zu müssen und neue Freunde zu gewinnen, auf deren Unterstützung ich vertrauen kann. Aber ich werde nicht aufgeben, denn ich erklomm die höchsten Berge, tauchte in den tiefsten Flüssen und selbst in den luftleersten Sphären und dem tiefschwarzen Untergrund konnte ich spüren, dass ich, egal wie einsam ich mich fühlte, mich nie ganz allein den kommenden Herausforderungen in den Weg stellen musste. Denn das Leben stellt einem immer Menschen zur Seite. Und wenn man klug genug ist, diese auch in sich heranzulassen, werden sie einem stets helfen, die Zukunft zu meistern. Schließlich bin ich all diesen Weg für etwas gereist. Und ich gebe nicht auf.